Es ist ein ganz schön bunter Wirrwarr an Stielen im Kunstsupermarkt in der Münchner Innenstadt. Mit Absicht. Denn für jeden Geschmack soll etwas dabei sein. Und deswegen darf das Werk auf keinen Fall zu teuer sein. Von 59 bis 330 Euro reicht die Preisspanne der handsignierten Originale. Nur Großformate kosten mehr. Kunst für jedermann zu Preisen weit unterhalb des etablierten Marktes. Die Galeristen sind jetzt nicht unbedingt unsere Freunde, obwohl wir nichts gegen die haben. Aber die sehen das natürlich etwas anders. Aber wir sagen, dass nicht jeder Strich eines Künstlers gleich 100.000 Euro wert sein muss. So sucht sich die Kunstlaufkundschaft den Weg durch Werke aus 16 Ländern insgesamt. Die Künstler können hier anbieten, was sonst wohl eher schlecht wegginge. Wie Theo Noll den Blutmond, der Preis 1200 Euro. Dumping würde ich nicht sagen, sondern es sind schon günstigere Preise, aber vielleicht auch in der Hoffnung, dass Leute Kunst anfangen zu sammeln und damit auch auf den Geschmack kommen und dann später vielleicht sogar noch andere Sachen kaufen. Vielleicht von mir, in der Hoffnung. Mit vielen Künstlern arbeiten die Supermarktbetreiber schon lange zusammen. Bewerben kann sich aber jeder. Im Laden dann, da überwiegt die Schnäppchenjagd. Viel Kunst für wenig Geld, doch insgesamt, da kommt schon was zusammen. 650 Euro ungefähr für 5 Bilder. Das ist schön. 800 Euro? Ja. Aber es ist auch eine ganze Menge. 425 Euro. Viel oder wenig? Das liegt im Auge des Betrachters. Also wenn man bedenkt, irgendwie in München essen gehen, kostet ja auch schon irgendwie, was weiß ich, 50, 60 Euro oder sowas. Also mir gefällt es. Und wenn der Künstler das zu dem Preis abgibt, dann muss er auch zufrieden sein. Zufriedenheit auf allen Seiten. Die Shoppingtüte prall gefüllt mit Kunst. Die Masse macht's und Weihnachten steht vor der Tür. Wie viel das Kunstgeschenk gekostet hat, das sehen nur Experten. Ein weiterer Vorteil des Kunstsupermarkts.